Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Thief. Ich bin jetzt mittlerweile verdammt neugierig, wie es mit der Hauptstory weitergeht und deswegen werde ich das jetzt auch in Angriff nehmen. Was soll man denn und heute noch glauben? Und muss erstmal ein Ziel setzen, fällt mir gerade auf. Erreiche die Kathedrale. Ist da irgendwo, okay. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich tatsächlich hier lang. Vermutlich. Ja. Achso, musste ich gar nicht. Ja, gut, gut, gut. Bei jeder Rückkehr zum Glockenturm kannst du deinen wertvollen Sachen. Ja, genau. Weiß ich doch. Eine Berührung verändert euch für immer. Orion, halt auf Schwimmen. Ja, ganz genau, ey. Der ist wie so. Mittlerweile wird er wie so ein Messias behandelt, ey. Was geht da mit den Leuten ab? Ich glaube, ich sollte aber vorher nochmal, oder? Ich hab vorhin bei so einem komischen Händlerfritzen vorbeigeschaut, richtig? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Die Rinne. Komme ich hier weiter oder komme ich hier wieder? Nee, zurück ist ja Blödsinn. Ich gehe davon aus, dass ich hier weiterkomme. Ich hoffe es mal. Halte X, um schnell Leiter und Seilen herunterzurutschen. Ja. Das sollte man sich auf jeden Fall merken. Jetzt sind es wieder ein paar 90 Meter, weißt du, ey. Ach, was soll's. Egal. Und nicht wieder, bitte nicht wieder von den Dächern runterfallen. Ich habe nämlich so den einen oder anderen Abonnenten, der sich darüber lustig macht, nicht wahr? Egal. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Sieht aus, als wäre ich in der... Ah, wartet. Ah! Hä? Gemeinheit. Und zack. Komme ich dann natürlich nicht mehr hoch, richtig? Seilpfeil. Seilpfeil. Da. Palim, palim. Tschup. Oh, nein. Ach, komm schon. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komm, hoch da. Danke. Menschenskinder. So. Hier ran. Danke. Hoppala. Oh, so dunkel wieder hier. Hier komme ich gar nicht raus. Das heißt, ich muss sowieso hier längs. Ah, nein. Ich will aber darüber. Manu. Kann er darüber springen? Ja, hey. Einen akrobatischen Meisterdieb haben wir hier an der Hand. Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Ah, hallo. Sieht ein bisschen aus wie die kleine Wohnung, die Garrett im dritten Teil bewohnt hat. Inventar voll, ja, ich weiß, danke. Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Ja, du wiederholst dich. Unser Glaube muss stark bleiben. Glaubt ihr mal, woran ihr wollt. Bauen wir mal wieder ein paar Vogelnester aus. Hoppa. Hui. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hergehe. Es ist mir aber auch scheißegal. 26 Meter. Ich könnte hier sogar tatsächlich lang gehen. Glaube ich. Aber ich wette, wenn ich hier runterspringe, dann bricht er sich wieder alle Knochen. Wahrscheinlich. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Sondern versuch's hier runter. Hey, das ist doch auch eine Möglichkeit. K.O. schlagen. Sollte ich jetzt vielleicht besser lassen. Hi. Die Stadt ist voller Hoffnung, Schwester. Mann, ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen Sprung hier nicht überleben wird. Aber irgendwie bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja. Okay.
Scheint doch geklappt zu haben. Hey. Brüder und Schwestern, es ist Zeit, dass alle Hoffnungsvollen von den Götzen umarmt werden. Werden wir Orion sehen? Natürlich. Er ist derjenige, der uns reinigen wird. Zur Kathedrale! Zur Kathedrale! Orion, erwartet euch mit offenen Armen! Reist Orion! Zeitalter nach! Ab jetzt gibt es kein Zurück. Wir haben alle Götzenblut! Okay. Die Götzen halt... Gehen wir es an, Leute. Gehen wir es an. Willkommen! Kommt und der Baron sagt, der letzte Teil des Urkraftsteins wäre in meinem Auge. Northcrest ist noch übler als seine Stadt. Was? Bruder gegen Bruder. Offenbart Orion Aldous doch einen Plan. Falls er wirklich ein Mittel gegen die Schwermut gefunden hat, muss es etwas mit der Urkraft in Arryn zu tun haben. Und falls Orion versucht, damit die Stadt zu heilen, beschwört er etwas weit Schlimmeres herauf. Die Urkraft als Heilmittel für die Schwermut kann... ich mir nicht wirklich vorstellen, weil irgendwie scheint die Schwermut, ach Quatsch, die Urkraft ja als Ursache für die Schwermut eigentlich da gewesen zu sein, oder? Dieser Mohn, ich habe das letzte Mal übrigens Moos genannt, totaler Blödsinn, erreiche die Kathedrale im alten Viertel. Dieser Mohn macht mich jedes Mal ganz nervös. Tja, die Führung habe ich wohl verpasst. Wenn ich Orion seinen Irrtum klarmachen will, muss ich selbst einen Weg darunter finden. Würden diese Steine reden, dann wohl in Rätseln, wie die Königin der Bettler. Wie oft ist die Stadt schon gefallen und auferstanden? Sie hat mich nie dazu gebraucht. Okay, irgendwie hat gerade der Untertitel nicht ganz mit dem zusammengepasst, was Garrett gesagt hat. Leider konnte ich jetzt nicht beides berücksichtigen. Also ich weiß, ich habe jetzt das, was er gesagt hat, irgendwie nur halb gehört und habe auch nur halb das andere Zeug gelesen. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass das geredet, also der Untertitel von Leuten war, die gerade im Hintergrund quasi geredet haben. Ist das die Haupthalle? Nein. Da liegen... Leute. Eure Tochter ist tot. Lebt für sie oder sterbt mit ihr. Da ist was zum Mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich meine Wasserpfeile schon... Wie viele habe ich? 12. Komm. Ich hab's lieber dunkel. Ich habe ja so ein bisschen Angst, dass die aufstehen, ganz ehrlich. Will ich hier runter? Nein, noch nicht. Ich will erstmal gucken, was da hinten noch war, weil... Kann ich hier hoch? Ich kann hier hoch. Gott, 100.000 Wege! Ich weiß gar nicht, welchen ich nehmen soll. Aber hier war auch noch ein Weg. So mit Schlossknacken und so. Ich versuch's einfach mal. Mehr wie schief gehen kann's ja nicht. Okay. Palim, palim. Einmal schnell speichern, bitte. Danke. Nicht, dass das hier jetzt schon der richtige Weg ist. So auf Anhieb. Die Hoffnungsvollen sind vereint. Orion ist bereit. Riegeln wir die Kathedrale ab. Aber wie viele unserer Brüder und Schwestern sind noch auf den Straßen? Die Straßen gehören uns. Kein heimliches Flüstern mehr. Keine Angst vor den Kleinen. Alle Gläubigen, die jetzt nicht hier sind, müssen warten. Okay. Ich glaube, das finde ich nicht gut. Aber ich will trotzdem erst gucken, wie es hier hinten weitergeht. Hoppsala. Will ich erst nach unten oder will ich erst nach oben? Ach, das hier ist nur ein anderer Weg hier. Ach so, okay. Okay. Dann würde ich aber doch ganz gerne erst hier hinten lang. Oder ist es auch nur nochmal ein anderer Weg? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das erinnert mich auch wieder an... Ah! Ah! Mein Herz war wieder... Mann, ey, ich hasse das. Warum macht ihr denn so aus? Ach, Manu. Ach, ihr seid doch fies. Mein Herz.
Das ist so ein ganz kleines Scheiß. Ihr wisst, was ich meine, oder? So die kleinsten Bewegungen und Geräusche, die verursachen bei einem schon fast so ein Herzklappbuster, ey. Das ist Wahnsinn. Ja, geh da hoch, bitte. Würdest du bitte? Duck dich hoch da, danke. So, speichern. Ganz ruhig, alles wird gut. Alles wird gut. Okay, jetzt muss ich mich natürlich ein kleines bisschen hier umschauen. Bist du der Einzige, der hier rumschwänzelt? Ah, ich habe Facebook noch auf, scheiße. Nein, du bist nicht der Einzige, der hier rumläuft. Das habe ich mir fast gedacht. Der Typ wird aber natürlich wissen, dass hier sein Kamerad die ganze Zeit rumsteht. Oh. Ha. Scheiß Blitze, Mann. Die Nacht dauert ewig. Ja, ich merke das. Ganz ruhig. Kann ich da rein? Nein, hier geht's nicht hoch. Wo kann ich hier denn lang, Mensch? Die Dämmerung naht seit langer Zeit. Was ist zum Werfen? Was ist zum Werfen? Ah, Seilpfeil. Okay. Verflucht. Oh, mir tut alles weh. Oh, das ist ätzend, diese scheiß Blitze. Okay. Schon mal speichern. Zur Sicherheit. Kann ich das Ding da ausmachen? Nee, ne? Nicht. Das kann ich mir eigentlich echt nicht vorstellen, dass ich das Teil da ausschießen kann. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Man kann den Fluss bis hierher riechen. Ah, das verpufft einfach, das war klar. Den Pfeil hätte ich aber gerne wieder. Deshalb einmal kurz schnell laden, entschuldigt. Aber ich möchte gerne wirklich alle Ressourcen, die ich hier haben kann, möchte ich dann auch gerne haben. Um an dem vorbeizukommen, muss ich ihn aber irgendwie ausschalten. Und dann bemerken mich die anderen doch. Ähnlich als Rattenfutter. Ach, Wurfobjekt, natürlich. Was kann das bedeuten? Geh lieber kein Risiko ein und sieh nach. Ach, Mensch. Wer geht da? Dann versuche ich es jetzt einfach mal. Erst höre ich Stimmen, jetzt Geräusche. Okay, es scheint funktioniert zu haben. Das hat wohl keiner bemerkt. Sehr gut. Oh Gott, da vorne. Entschuldigung. Oh, Glasscherben. Das war klar. Ein Schrank. Ziehen gegen die Schwermut. Ich kann mir kaum das Lumpenhaus leisten. Nein. Pfui. Ich brauche was zu trinken. Okay, der rennt hier immer seine Runden. Der andere schläft. Ich muss aber doch irgendwie... Ah, hier. Oh, jetzt bin ich aber... Oh. Ah! Ja, geil. Ups. Momentchen. Das hätte ich vielleicht etwas anders regeln sollen. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass da oben einer rumsteht. Ja, vielleicht soll ich den Feuer ausschalten.
Tatsache doch. Seilfall da. Mir tut alles weh. Warum nur? Ach, das ist nur ein Vogel da hinten. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh. Jetzt kämpfen wir. Warum haben die mich diesmal bemerkt? Warum? Das ist gemein. Manu. Aber ich war doch schon so weit. Okay, so viel zu meinem Plan. Kann ich hier nicht irgendwie drüber? Die Stadt gehört uns. Und wir sind erst am Anfang. Stell dich! Irgendwie ist die Aufnahme echt für den Arsch. Ich komme an dem nicht vorbei, ohne den K.O. zu schlagen. So weit bin ich schon mal. Den da oben muss ich auch irgendwie ausschalten. Dann könnte das Ganze irgendwie funktionieren. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da überhaupt hoch muss. Tut mir leid, dass ich jetzt immer so oft neu laden muss. Eigentlich wollte ich das vermeiden. Aber... offensichtlich geht das nicht anders. Hallo? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nicht zu. Hey. Scheiße, jetzt haben die natürlich den... Na super, ich hab den natürlich nicht versteckt. Er entwischt uns nicht. Bitte, verschont mich! Ich habe eine Familie! Am besten nochmal ablenken. Ich kenne niemand! Muss ich da jetzt hin oder muss ich da nicht hin? Familie. Am besten ich probiere es mal mit 5 und 3. Vor dem Licht der Götzen der Dämmerung. Auf jeden Fall muss ich hier. Das ist schon mal klar. Hi. Ja, ich weiß, du tust mir weh, ich tue dir aber auch weh. Aua. Würdest du bitte... hör auf, mir weh zu tun. Ich kann das auch. Was? Wer? Wo? 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 Wartet. Ich probier's mit der 5. Hä? Was zum... oh. Scheiße. Was auch immer das war. Ach Mann. Die Stelle macht mich echt gerade fertig. Das nervt. Wie kann ich es schaffen, da ungesehen durchzukommen? Mit dem Seilpfeil wahrscheinlich. Der Seilpfeil gehört dahin. Ich probiere es einfach mal. Mal schauen, ob es was bringt. Okay, Wurfobjekt. Ich gehe dann jetzt einfach so vor wie vorher auch. Was war das? Finde raus, was hier los ist. Ich sichere dich. Komm raus! Nein. Keine Bewegung! Och Mann! Oh, jetzt. Wisst ihr was? Jetzt habe ich keinen Bock mehr neu zu laden. Jetzt werde ich die einfach alle nacheinander niedermähen. Bleib stehen! Könnte ich bitte irgendwie zoomen? Danke. Wie viele Pfeile habe ich? Jetzt habe ich keinen Pfeil mehr! Scheiße! Warum habe ich nur so wenige davon? Das ist doch voll für'n Arsch.
Wo sind die denn alle hin? Naja, gut. Zumindest habe ich es dann jetzt auf diese Weise geschafft, den hier oben auszuschalten. Zwar wissen die irgendwie alle, dass ich da bin, anscheinend. Aber keinen scheint es wirklich zu interessieren. Im Moment. Finde ich gut. So. Und schon hat sich die Musik wieder gelegt. Alles ist wieder gut. Jeder geht seiner gewohnten Wege. Sowohl sie als auch ich. Oh mein Gott, ist das geil. Sägezahnpfeile. Ganz viele Sägezahnpfeile. Und ein Erstickungspfeil. Perfekt. Cool. Ich gehe mal davon aus, dass mir das Level damit jetzt sagen will, dass ich töten soll. Auch wenn ich es nicht möchte. Kann ich hier hoch? Nein, anscheinend nicht. Das wird zu hoch sein. Aber wo muss ich? Ich muss da hinten. Was ist das denn? Ein Topfback? Das heißt, ich muss quasi doch wieder auf die andere Seite zurück. Da sind nochmal Wurfobjekte, was zum Mitnehmen. Die Dämmerung naht. Und ich werde also habe ich quasi nur die ganze Zeit versucht, hier hinzukommen, damit ich diese komischen Pfeile bekomme. Ist das euer Ernst? Offensichtlich. Klasse. Oh mein Gott. Okay. Dann... Ach ja, jetzt war ich wahrscheinlich etwas laut. Nichts, nichts, alles gut. Geh zurück an deinen Platz, Mann. Nervt mich nicht noch mehr. Ein Grund. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Gar nicht. Bin ich blöd? Wie komme ich da hoch? Was ist nur aus dieser Stadt geworden? Ich bin dezent verwirrt. Ich brauche was zu trinken. Mal wieder, wie so oft. Irgendwie kann ich wohl auf das Dach. Aber wie? Ich übersehe bestimmt irgendeinen total offensichtlichen Weg. Der Gestank hier ist widerlich. Vielleicht da hinten? Ich bin schon wieder bei 23 Minuten. Ich guck noch mal ganz kurz da hinten und dann muss ich aber auch langsam mal beenden. Ich brauche was zu trinken. Aha. Ich kann hier durch. Glasscherben. Das ist gut zu wissen. Ach, Leute. Ich weiß, ihr seht mich. Ich bin im hellen Lichtschein. Da ist offenbar nichts. Nein. Lagerhauptsnotiz. Die Schwermut hat gewütet. Und doch habt ihr weder Nordfleisch abgesetzt, noch die Wache gestürzt. Bis die Dämmerung nicht los alle bestimmt. Okay. Ich würde sagen, ich gucke mir da noch kurz diese eine Notiz hier an. Und werde dann den Part für heute auch mal beenden. Lagerhausnotiz. Bruder, im Dach des Lagerhauses ist immer noch ein großes Loch, durch das es reinregnet. Was soll denn das für ein Lagerhaus sein? Lass das schnell reparieren. Palim, palim. Das ist wahrscheinlich unser Weg nach innen. Und dann würde ich aber sagen, beende ich diesen Part für jetzt gerade. Ich habe zwar oft geladen und irgendwie lief alles nicht ganz so glatt, wie es eigentlich sollte. Aber ich entschuldige mich an dieser Stelle. Ich habe gerade ein bisschen Sprechdurchfall. Ich entschuldige mich an dieser Stelle dafür und ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das Ganze natürlich etwas anders geplant.
Ansonsten hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Ihr dürft auch sehr gerne unten kommentieren. Ich bin über jeden Kommentar sehr erfreut. Abonnieren auf jeden Fall nicht vergessen. Unten da unter dem Video seht ihr den Abonnier mich-Button. Und schaut auch mal in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.